Guten Morgen, lieber YouTuber. Die Herbstproduktion ist in vollem Gange und die liebe Eva hat hier schon wieder die schönsten Gefäße herbstlich gemacht. Und hier ist auch ein schönes, großes Tischgefäß. Und wir haben jetzt eine Anfrage vom Kunden, dass wir, ich muss immer erstmal hier rumlaufen, dass wir mit solchen, ja, man hat ja immer Gefäße auch zu Hause, dass wir einfach aus diesen Gefäßen was Schönes machen. Und da fangen wir jetzt mal an zu denken und gleich auf der Werkbank geht's weiter mit dem Video. So oft gibt es wieder mal einen kleinen Ausflug in den Laden. Wir haben einen schönen Hortensienkranz gemacht, den wir mit einem Gläschen, mit einer Kerze bestücken. Natürlich zum Thema Brandschutz. Dann, ach, was haben wir denn noch Schönes gemacht? Hier ein schöner Herbstkranz. Gab ja auch ein paar von euch, die mich angefunkt haben, gesagt haben, Margit, ich hätte gern einen Herbstkranz, einen schönen. Schick mir den doch bitte. Und das ist natürlich kein Problem. Das sind übrigens Datteln, die hier drin sind. Und des Weiteren haben wir einfach mal Erika hübsch gemacht. Ist schön in der Sonne und das ist so ein weinrotes Gefäß. Ja, aber jetzt geht es gleich mal auf die Werkbank und da gucken wir mal, was da alles Schönes gemacht wird und was wir aus diesen schwarzen Gefäßen auch vom Kunden machen. Also unsere Kunden haben einen Kaffee und die hatten bisher in diesen Gefäßen Kaffeebohnen reingemacht, genau, das ist das schöne Geräusch von Steckmasse, haben Kaffeebohnen reingemacht und haben einfach nur diese Röschen reingesetzt und jetzt wollen wir das, das ist hier eine gefriergetrocknete Rose, die wird so verkauft mit diesem kurzen Stiel und wir haben gedacht, die passt eigentlich ganz toll zu Herbsttönen. Hier wird jetzt also vorbereitet, hier gibt es Trockensteckmasse und wir haben gerade gesprochen, selbst wenn man die Trockensteckmasse sieht durch diese Musterung, du kannst ganz schneiden, das gehört zur Arbeit dazu, dann ist das eigentlich nicht schlimm, deswegen haben wir das jetzt gar nicht verkleidet und jetzt sind hier im Moment die Werkbank, das sind jetzt die Vorbereitungsarbeiten. Aber erstmal gehen wir mal wieder nach Unterfranken, weil da gibt es natürlich wieder einen super schönen neuen Teil unsere Pfingstrosen-Serie. Wieder gibt's Wissenswertes. Hallo ihr Lieben, wir haben wieder ganz interessantes Wissenswertes über Peonien vom Holzeckerhof und heute habe ich dem lieben Sebastian Sauer mal die Frage gestellt, wie das eigentlich, wie ihr das schafft, dass ihr so tolle, dicke, große Peonienblüten bekommt und wie macht ihr das denn? Ja, also das ist auch kein großes Geheimnis. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir nur Einzelblüten verkaufen. Viele Peonien haben ja sehr viele Seitentriebe. Stimmt, habe ich oft gesehen, ja. Richtig, und wenn man die Seitentriebe dort lässt, kostet das natürlich der Pflanze oder dem Stiel letztendlich sehr viel Kraft, weil er ja alle Triebe zur Blüte bringen möchte. Mhm. Und deswegen würde dann der Haupttrieb zwar schon größer sein als die Nebentriebe, wenn ich aber die Nebentriebe komplett entferne, kann die ganze Kraft letztendlich in den Haupttrieb kommen und deswegen fällt er dann dementsprechend größer aus. Okay, ist zwar mit einem gewissen Arbeitsaufwand verbunden, also das heißt, jeder Stiel wird von Hand letztendlich kontrolliert und dann wird entschieden, ob dieser Stiel den Qualitätsanforderungen entspricht und wenn die Seitentriebe entfernt. Das heißt, ihr schneidet von Hand die ganzen Seitentriebe dann alle ab? Ja, die werden in dem Stadium weggemacht, wo man sie noch wegzupfen kann, ohne dass halt Schäden am Stiel letztendlich entstehen. Okay. Genau, also man darf da auch nicht zu lange warten, wenn die Seitentriebe zu groß sind, dann lässt sich das einfach nicht mehr entfernen. Okay, ohne den Hauptstiel zu schädigen. Richtig, ja. Dann würde sich der Hauptstiel schälen. Ja, und es ist auch echt interessant. Ich meine, das sind jetzt hier Pflanzen, die sind ja jetzt, habe ich gerade gehört, von 2005. Die haben hier viele Stiele, aber die haben dann je Stiel eine Blüte, die geerntet wird. Und die anderen, die werden alle weggemacht, die Seitentriebe. Das ist total interessant, weil das sind ja die Blüten, die ihr dann verschickt für den Verkauf. Wie ist es denn, wenn jetzt jemand von euch die Pflanzen kauft? Wenn die jetzt im Garten stehen,
Lässt man dann die Seitentriebe dran und blühen die auf, oder ist es da auch besser, die Seitentriebe wegzumachen? Ja, wer natürlich sich dazu entscheidet, dann seine eigene Peonie zu schneiden und möchte die in der Vase stehen haben oder dann auch in einem Floristikartikel vielleicht zu verarbeiten, der kann die Seitentriebe entfernen. Wenn ich aber jetzt die Pflanze stehen habe oder den Stiel stehen habe und sage, okay, ich möchte, dass alle nacheinander aufblühen, dann kann ich einfach, wenn der Haupttrieb verblüht ist, den Haupttrieb entfernen und habe noch die Seitentriebe, die dann noch danach blühen. Okay, also im Garten kann man es durchaus weiter genießen, Richtig. weil die Pflanze natürlich dann anders alles versorgen kann. Aber Wie ein Stiel in der Vase, genau, genau. okay, aber wirklich für den Verkauf oder für den Versand von euren tollen dicken Blüten wollt ihr nur die schönsten Blüten haben. Richtig. Ja, also das fand ich ja auch sehr, sehr interessant. Und wenn man mal hinter mich guckt, dann kann man sich überlegen, wie viele Seitentriebe hier zu entfernen sind. Und das ist jetzt nur eines von 20 Hektar. Das ist quasi nur ein Feld. Und dann kann man sich vorstellen, wie arbeitsaufwendig das ist, so qualitativ so tolle Pfingstrosen anzubieten wie von euch. Wow, also Respekt, meine Anerkennung. Vielen Dank. Eure Arbeitsleistung ist echt immens. Ganz toll. Ich zeige euch jetzt, wie man den Webshop findet. Ihr tippt im Browser donpeoni.de, kommt auf die Homepage. Das ist der Überblick. Hier seht ihr auch Sebastian und Susanne Sauer mit ihren Pfingstrosen im Folientunnel. Und dann geht ihr auf Neuigkeiten. Und hier sieht man, die Pfingstrosen sind natürlich für dieses Jahr alle abgeerntet. Aber ihr könnt euch die schönsten Sorten als Pflanze bestellen für euer Zuhause. Das heißt, ihr geht jetzt weiter auf diesen Link. Hier geht's zum Shop. Einmal klicken. Und schon ist man in dem Pfingstrosen-Pflanzenshop. Pfingstrosen für deinen Garten. Bestellt werden können sie jederzeit. Die Auslieferung ist ab Ende September, Oktober, November, in dem sie auch idealerweise gepflanzt werden sollen. Und je früher man bestellt, desto sicherer bekommt man natürlich die Sorte, die man gern hätte. Und es gibt hier ganz, ja, ihr könnt ganz nach euren Wünschen auswählen. Ich zeige euch hier, es geht nach der Blütenform. Mein Favorit sind ja die gefüllten, wobei es gibt auch tolle ungefüllte. Nach der Blütengröße, dann auch kann man die Blütezeit auswählen. Die Pfingstrosen fangen ja dann so Ende April an draußen. Ob sie duften sollen, das Farbspektrum ist, ja, ist unglaublich. Es sind ganz tolle Farbspektren. Und um euch einen Eindruck zu geben, was ihr für tolle Pflanzen im Webshop bestellen könnt, die werden übrigens wurzelnackt geliefert. Das heißt, die haben keine Blätter, werden also dann im Herbst gepflanzt und im Frühjahr kommen dann zum ersten Mal die Pfingstrosen. Ja, viel Spaß beim Bestellen und vergesst nicht den Rabattcode MARGIT beim Bestellen, weil damit bekommt ihr 5% Rabatt. Viel Spaß und viel Erfolg, ihr Lieben. So, die Produktion ist in vollem Gange. Die fleißigen Hände. Wir brauchen hier viel Trockensteckmasse. Das ist also Trockensteckmasse hier. Da geht natürlich kein Wasser rein. Und die wird hier jetzt schön geteilt, weil hier wird schon die nächste Tischdeko, die streuselt auch die Trockensteckmasse, sieht man hier. Das ist so schön am Gefäß. Müssen wir danach natürlich alles wieder wegwischen. Und hier haben wir auch unsere schönen gefriergetrockneten Rosen. Da ist jetzt also ein bisschen Moos drauf gemacht worden. Und das Moos, hier sieht man auch das kleine Häkchen, einfach mit dem Draht ein U gemacht. Und da wird das Moos befestigt, weil sonst macht es plupp und das Moos ist unten. Dann gibt es einen schönen Mühlenbeckia-Ring. Für Mühlenbeckia und Trockensteckmasse mache ich euch natürlich nochmal den Bestelllink bei Floristik24 rein. Dann kommt das alles ganz easy ins Haus geflitzt. Und hier sieht man, die geübten Hände machen also ein U. Und die Rose
Genau, es geht hier immer so schnell. Ich muss immer gucken, dass ich das erkläre. Die Rose, die ist natürlich viel zu kurz, um die da reinzumachen. Und da wurde ein Draht reingemacht. Vielleicht kannst du gerade mal eine nochmal einen Draht reinmachen. Dann können wir es mal zeigen. Weil da ist so ein kleiner, ist das so ein Hohlraum? Ach nee, das wird daneben gemacht. Und dann können wir diese Rose auch überhaupt reinmachen, weil ansonsten würden wir die da gar nicht reinbekommen. Genau, so geht es dann. Aber natürlich erstmal mit Moos und Mühlenbeck hier. So, und hier sind, also nachdem diese Becherchen, die sind jetzt ganz leicht, nachdem die eigentlich die Rose völlig versunken war bisher, haben wir die also wunderschön jetzt präsentiert mit dem feinen Kränzchen. Haben natürlich ringsoben auch Deko dran gemacht. Hier ist der Stacheldraht. Dann haben wir Nigella. Wie heißt die? Gretel, Gretel hinter der Heck heißt sie auch. Jungfer im Grünen. Ja, Jungfer im Grünen, sorry, genau. Es gibt also viele Namen. Dann eine schöne Hortensie, die Datteln. Ja, und dann kann man also von rundum diese Gestecke schön betrachten. Und wenn die Kaffeebesucher ja, vor ihrem Kaffee sitzen, dann haben sie also auch ein bisschen was zu tun. Dann gibt es von jeder Seite einen anderen Blickwinkel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war jetzt halt einfach mal eine kleine Herbst-Deko-Idee. Und super schön ist natürlich auch mit diesen gefriergetrockneten, haltbaren Rosen. Nur für drin, auf jeden Fall. Nicht für draußen, die dürfen keine Feuchtigkeit bekommen. Und dann halten die über Jahre. Die gibt es auch in ganz vielen Farben. Denen wurde durch ein spezielles Gefriertrocknungsverfahren das Wasser entzogen. In diesem Sinne, macht es gut. Viel Spaß beim Umgestalten eurer Gefäße. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss. So, es war jetzt natürlich wieder der kleine Rundgang am Abend durch den Laden. Hier haben wir ein Gesteck. Ja, noch ist es im Eimer. Da kommt natürlich ein schöner Korb dazu. Dann haben wir hier eine herbstliche Pflanzschale. Und die ist auch mit Datteln dekoriert, mit Eicheln. Und hier ist eine ganz spezielle Salbeiart, ja, die so haarig ist und die aber nicht zum Essen ist, meines Wissens nach. Und das ist jetzt eine große schwarze Schale und die hat so eine besondere Sorte von dem Herbstzauber. Ja, das sind Herbstpflanzen dabei. Und was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist diese fantastische Dahlie mit diesen wunderschönen Streifen in Bordeaux und Weiß. Und die kombiniert mit der Calla, mit blauer Hortensie, Beeren wie Hypericum. Dann ist hier noch ein schönes Gras, das nennt sich Red Jewel, also in Rubinrot. Und diese Nelke, die auch so mit ihrer Zweifarbigkeit besticht. Ja, das ist wunderschön. Und hier sind zwei Gestecke in dieser Art gemacht. Und dazu kommen noch drei Sträußchen auf die Tafel. Die Sträußchen haben auch wieder eine Besonderheit. Es ist ein Kürbisgewächs. Das haben wir hier reingemacht. Und es ist hier, die sehen aus, als ob die an der Schnur hängen würden, die Kürbisse. Ja, die haben wir so schön um diese Gestecke drumherum drapiert. Und die haben auch noch so kleine, ja, so kleine Ausläufer. Also diese Spielereien machen immer so viel aus. Und die machen dann immer noch die besondere Note bei den Arbeiten, was ich so liebe.